Ja, also ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem Punkt. Wir haben heute viele Ausfälle gehabt, haben einige junge aufgestimmt, was eigentlich noch nie gespielt haben. Und für das haben sie es echt gut gemacht. Es sind viele lange Bälle reingeflogen in 16er, viele Standards haben wir zahlen, haben das aber einigermaßen verteidigen können. Am Schluss jetzt vielleicht noch ein bisschen Glück gehabt, aber ich glaube, dass er jetzt einen Richter wegen Glück gehabt hat, dass wir da nicht nur das zweite setzen haben konnten, weil die Situationen waren da sind. Aber ja, ich glaube, unterm Strich für uns in Ordnung, dass wir da halt auch nicht schon gespielt haben.
Wir haben momentan nicht da, wo wir sein wollen. Ja, es gibt viele angeschlagene Spieler, einige Verletzte. Wir haben ein wenig einen Umbruch auch gehabt und da greift manches noch nicht so, wie es soll. Aber ich glaube, wir haben jetzt, bis auf heute, da haben wir jetzt nicht so viel Durchschnitt gehabt, in jedem Spiel Chancenübergewicht gehabt. Und das Problem war einfach, hinten ein Tick zu viel Zöller. Letzte Woche dann auch erst mit Müllen, das war extrem bitter, weil das musste in der ersten Halbzeit entscheiden. Aber nach vorne auch wegen die Effektivität, ich glaube, dass wir schon drin sind. Ja, es fehlt ein kleiner Tick, ja, und den müssen wir halt jetzt einfach über den Kampf, über Leidenschaft wieder reinbringen. Weil ich weiß, warum wir unentschieden gespielt haben, weil wir die Tore nicht machen. Ja? Weil wir so viele Chancen jetzt gerade am Schluss noch gehabt haben, die letzte Viertelstunde drei brutale Torchancen mindestens, die, an die ich mich jetzt aktiv erinnern kann. Und ja, wenn du die nicht machst, dann gewinnst du es nicht. Ja? Und gut, heute waren wir ganz wenig zugelassen auch. War jetzt nicht die extreme Gefahr, dass wir vielleicht das 2-1 gegen uns kassieren. Aber mich ärgert es einfach, dass wir uns nicht belohnen können für ja, die ganzen Gelegenheiten, die wir uns eigentlich rausspielen. Und das ist schade, ja. Das tut weh, deswegen wir wissen, warum wir auch unentschieden gespielt haben. Aber ja, bin aber auch guten Mutes, weil wir die Möglichkeiten gehabt haben. Das ist das Nächste. Ich mache da keinen Vorwurf, der da, ob das in der letzten Sekunde ist, ein Torschuss oder in der ersten Halbzeit. Mein Gott, das gehört alles zum Fußball dazu. Und es geht weiter.